Verkaufst du Tränke? Das ist mein Geschäft. Irgendwann will jeder mal einen Trank, egal ob Schläger oder Bauer. Bis auf diese Geizknochen, die bei jeder Verletzung ins Bett gehen. So, du machst also Geschäfte mit dem Don. Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. Pass auf, ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Und? Wie läuft das Geschäft? Du kannst dir sicher denken, dass ich aufgrund der aktuellen Situation keine Pflanzen mehr bekomme. Momentan verbrauche ich meine Vorräte. Aber wenn weiterhin niemand die Stadt verlassen darf, kriege ich ein Problem. Welche Pflanzen brauchst du? Heilpflanzen. Kraut, Pflanze und Wurzel. Und was zahlst du? Ich bezahle dich nicht mit Gold. Du kriegst von mir einen Trank. Das muss aber schon was richtig Gutes sein. Ich gebe dir dafür einen Trank der Lebenskraft. Der macht dich widerstandsfähig und zäh. Und versuch nicht, mir mit ein paar ausgerissenen Kräutern zu kommen. Ich brauche viel. Dann sag mir, was du haben willst. 10 Heilkräuter, 5 Pflanzen und 2 Wurzeln. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, wenn du was kaufen willst, ein paar Tränke habe ich noch. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst.
Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig, der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komme drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere. Du hast mein Vieh geschlachtet! Hau ab! Was ist passiert? Du bist... Ha! Was? Du? Hallo Konrad, wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte. Na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst! Das ist zu riskant. Hier sind die Felle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Schleichen macht mich misstrauisch. Ich habe das Fleisch besorgt. Gut, dann bringe es zu Meister Belschwur. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Meister Belschwur verteilt jetzt Fleisch. Wunderbar. Hier, nimm diese Tränke. Das Leben hier ist ziemlich gefährlich.
Ach, und nochmal. Na also. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Na, das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Cid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du das nachholen. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Du wirst ihn zurückgeben, wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist. Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet, weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse zu Meister Belschur. Ich habe einen Stab gefunden. Was? Ach ja? Und wo hast du ihn gefunden? Nicht zufälligerweise in meiner Truhe? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Stab, der offensichtlich dir gehört. Und jetzt willst du mir mein Eigentum verkaufen? Du mieser Schweinhund. Schön. Sag, was du haben willst. Naja, ich dachte da zumindest an einen Finderlohn. Wusste ich doch, dass du mich abzocken willst. Du solltest dich nicht aufregen. Es ist doch nur ein bisschen Gold. Das schlägst du einfach beim nächsten Geschäft wieder drauf. Gut, also Finderlohn. Und was willst du noch? Und das ist alles. Einverstanden. Und jetzt wirst du dich hier verpissen. Zeig mal, was du hast.
Was denn? Was willst du? Mir geht's gut. Und dir? Hey du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Ich dachte, ich räume hier mal auf. Erzähl kein Mist, Mann. Also, wenn du gekommen bist, um mich herauszufordern, dann nur zu! Ansonsten erzähl mir, was du kaufen willst und verschwinde wieder. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Lass uns handeln. Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Erzähl mir ein bisschen mehr über dich. Du bist mir zu neugierig, Kleiner. Wenn ich jedem beliebigen Kerl auf den Leim krieche, dann müsste ich ja verrückt sein. Don Esteban würde mich auf der Stelle von meinen Pflichten entbinden und auspeitschen lassen. Aha, du arbeitest also für den Don. Ach komm, das siehst du doch, du Schwachkopf. Ich trage die Rüstung seiner Leute und halte mich im Hintergrund. Nur ein Idiot würde nicht sehen, dass ich zum Don gehöre. Bist du ein Idiot? Schon gut. Moment mal, du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, von dem die Jungs draußen reden. Oder? Und wenn es so wäre? Du hast hier in der Stadt schon für einigen Wirbel gesorgt. Es heißt, du würdest in dieser Stadt etwas bewegen. Naja, da kann ich nur für dich hoffen, dass du dich für die richtige Seite entscheidest. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob man dir vertrauen kann. Du bist zwar für uns kein Unbekannter mehr.
Jedoch wäre mir wohler, wenn du noch eine Sache für uns erledigst. Hilf noch einem weiteren von uns, dann kommst du wieder. Und ich werde dir über unseren Plan erzählen. Verstehe. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt, hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Wo sollen diese Goldschalen sein? Ich hörte was von einem Kerl in Pettys Hafenkneipe, der zumindest einen davon verkauft. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Was ist an den Goldschalen so Besonderes? Zufällig weiß ich, dass einer der Weißen am Hafenkai ganz wild hinter den Dingern her ist. Er heißt Carrasco. Ha! Was die Weißen interessiert, muss schon äußerst wertvoll sein. Grund genug für mich, einen hohen Preis dafür zu bieten. Sobald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar, wäre doch schade drum. Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Der Don schickt mich. Ich soll ihm berichten, wie die Lage hier vor Ort ist. Tatsächlich? Sollst du das? Ist ja interessant. Du willst mir also weismachen, dass du schon mit Don Esteban im Banditenlager gesprochen hast? Ja? Ja, hab ich. So, so. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Die Frage ist, ob du dir leisten kannst, mir nicht zu glauben. Na gut. Du warst also beim Don. Und er will über die Lage in der Hafenstadt unterrichtet werden. Ja? Richtig. Erzähl mir was Neues, Kleiner. Wenn ich Zeit dafür habe, werde ich mich darum kümmern. Und nochmal von vorne. Geschafft. Und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Geht doch. Interessant.
den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts.